Deshalb ist bei dem Einhell TPCD 1860 nicht nur das Design keine Angaben zum Weichendrehmoment und angeblich 60 Newtonmeter harter Drehmoment. Auf der Maschine sind 500 Umdrehungen pro Minute im ersten Gang und 2000 im zweiten Gang angegeben. Wait a minute! Gemessen haben wir 480 im ersten Gang und 1790 im zweiten Gang. Ein Brushless-Motor ist auch dabei und das ist bei dem Preis echt okay. Bei unserem Test gab es einen 4-Ampere-Stunden-Akku dazu. Drei Einstellungen zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren. Großzügiger Schalter für den Rechts-Links-Lauf. 13 mm Bohrfutter, damit ihr auch das schwerste Zubehör einspannen könnt. Und eine LED, damit ihr auf der nächsten Party richtig durchdrehen könnt. Die 8x400er Schraube hat dem Einhell, wie ihr schon sehen könnt, echt Probleme gemacht. Und die 12x400er Schraube wollte der Einhell einfach nicht mehr schaffen. Und nach mehrmaligen Versuchen hat die Makita DAP484 mit 54 Newtonmeter hartem Drehmoment einfach den Job beendet. Und das ohne den kürzesten und an der schlechtesten Stelle angebrachten Seitengriff mit 5 km Gewindeschraube. Aber hey, wir haben dann einen schnelleren Weg gefunden, diesen anzubauen.